Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Dieses Wochenende kreisen meine Gedanken rund um den B2B Digitalisierungs-Commerce. Ich spreche mit vielen B2B-Betreibern, Herstellern, Konzernen und bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs und momentan gibt es den Trend, dass viele, die Digitalisierung komplett verschlafen haben, gerade anfangen, wir wollen einen Webshop machen und sich gar keine Gedanken machen über die digitalen Lieferketten. Also wenn zum Beispiel ein Automobilzulieferer sagt, ich möchte so und so viel 1000 Autos produzieren in der und der Woche, dann müssen dazu alle Teile, inklusive auch der C-Teile, verfügbar sein. Und gibt es immer noch kleinere Mittelständler, die sagen, naja, wir kriegen das dann irgendwie per Mail und dann schauen wir das damit rein, dass wir da zuliefern können. Und das wird einfach der Zeit und Anforderungen heute nicht mehr gerecht. Ich muss heute wissen, wo sind meine Lieferteile, wo auf der Strecke sind sie, wann bekomme ich die, und das nicht nur in der Automobilindustrie. Das erstreckt sich eigentlich über jede Industrie, die irgendwie wir uns vorstellen können. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es dort ankommt. Und wer heute den Zug nicht verpassen will, der sollte sich dringend Gedanken dazu machen, wie er, wenn er in der B2B-Lieferkette irgendeine Funktion hat, hier dem gerecht werden kann. Und zwar nicht nur über OCI-Punch-Outs und EDI-Schnittstellen, sondern auch über vernünftige Dashboards, in denen ich planen kann und mit denen ich viel weiter gehen kann, als ich das einfach nur in einem E-Commerce-Shop haben muss. Das soll nicht heißen, dass ich E-Commerce-Shops für überflüssig halte. Ganz im Gegenteil, der E-Commerce-Shop ist, egal für wen, immer notwendig und er muss auch im B2B aussehen wie ein B2C-Shop. Das steht völlig außer Frage. Aber wer das noch nicht hat, sollte übrigens sehr schnell mal in die Pötte kommen und das mal nachholen. Aber das reicht nicht. Ich glaube, ihr müsst euch Gedanken machen, wie kann es weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Was kommt auf mich zu? Und nicht der Letzte sein, der auf diesen Zug aufspringt, der gerade in den USA zum Beispiel schon an voller Fahrt aufnimmt. Macht euch doch mal Gedanken dazu, genau wie ich, wie es weitergehen könnte und teilt sie gerne in den Kommentaren. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.